Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Mein Name ist Oliver Ereni und heute behandle ich ein Thema, das wahrscheinlich jeden beschäftigt und das man gar nicht oft genug darüber reden kann und auch Übungen dazu machen kann, nämlich das Thema Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Stabilität in sich finden. Du findest auf dem Kanal schon mehrere Meditationen zu dem Thema, aber jede ist ein bisschen anders und jede wird dich ein bisschen anders abholen. Also lade ich dich natürlich herzlich dazu ein, auch andere Meditationen mit ähnlichem Inhalt zu probieren, und ich verlinke auch eine drunter, wenn dir die gefällt. Heute werden wir uns einmal darauf konzentrieren, dass wir zuerst einmal uns in uns ganz klar sammeln. Denn eine der größten Kränkungen und Schwächungen der modernen Zeit ist, dass wir 100.000 Gedanken haben. Das heißt, wir verfransen uns rundherum. Wir haben die Arbeit, wir haben die Familie, wir haben soziale Medien, wir haben hunderttausende Ablenkungen um uns. Und das ist etwas, das uns grundsätzlich immer schwächer macht und immer mehr Energie kostet. Und viele fragen sich dann, ja, wo ist denn jetzt meine Durchsetzungskraft? Wo ist denn da meine Power? Aber du kannst dir vorstellen, wenn du lauter Teile permanent irgendwo geöffnet hast, wie bei einem Computer oder ja, bei einem Handy, wo lauter Apps offen sind, dann wird das mehr Energie brauchen und wird auch nicht so lange laufen. Und du wirst auch, wenn du dich gerade mit der einen App beschäftigst, trotzdem einen höheren Energieverbrauch haben, als wenn hinten alle Apps geschlossen wären. Und ungefähr so gehen wir heute auch das Thema Selbstvertrauen, Sicherheit an. Das heißt, wir werden einmal alle energetischen Apps unter Anführungszeichen deaktivieren und werden schauen, dass wir klar unsere Energie, unser inneres Licht spüren, unsere Stabilität spüren, dass die bei uns ist, und dann einfach schauen, diese auch auszudrücken. Denn wenn du zu 100% gegenwärtig bist, 100% klar in einem Moment anwesend bist, dann lebst du dich auch zu 100%. Da gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Dein Bewusstsein ist hundertprozentig bei der Sache und dann bist du auch ganz in einem gewissen Ding drinnen. Sportler kennen das vielleicht, wenn sie joggen und in diesen Flow, in dieses Flow-Gefühl kommen, wo man einfach nur mehr das Gefühl hat, man kann dahin laufen. Oder auch wenn man in der Arbeit bei einem gewissen Workflow ist, wenn alles ausgeblendet ist und man ist nur mehr bei dieser einen Sache dabei. Man ist nur mehr dabei, dass man ganz klar, ganz bewusst diese eine Aufgabe erledigt und versinkt da, ja, ich möchte schon sagen, fast meditativ in dieser einen Sache. Und dann läuft das einfach. Das heißt, man fragt sich nicht mehr, bin ich gestresst, wie viel Zeit habe ich oder sonst was, sondern man ist absolut in dieser positiven Welle, in diesem positiven Fluss. Und das kann man trainieren. Das kann man auch anderen gegenüber trainieren. Und auch trainieren natürlich auch in Systemen, wo es schwieriger ist. Wir haben ja eine Rangordnung. Das ist zwar immer ganz nett, so die Idee, wir sind ein Team und wir sind alle gleich viel wert, aber das stimmt im Energetischen, im Kern stimmt es natürlich, bitte. Ich rede jetzt nicht, es gibt da jetzt größere und kleinere Leute, aber in unserer Gesellschaft stimmt das absolut nicht. Also das ist doch eine Illusion zu sagen, jeder hat gleich viel zu sagen oder jeder hat gleich viel Wertigkeit. Das ist nochmal eine nette Idee. Das sollte auch so sein in einer idealen Welt. Aber in unserer Welt ist es nun mal nicht so, dass da alle Kumbaya singen und sagen, wir sind glücklich. Und mit dem muss man dann auch umgehen. Und auch wenn man jetzt ganz oft in der Energetik oder Esoterik von einem Idealzustand ausgeht, von einem Zustand, wo man sagt, ja, so muss es sein, das wäre doch das Schönste, wenn wir alle gleich sind. Wir sind ja alle gleich und wir haben alle gleich viel Rechte, aber so ist es leider in der Realität nicht. Noch einmal, ich sage nicht, dass die Idee nicht nett ist und dass das auch natürlich schön wäre, nur wird es sich so nicht umsetzen lassen. Das glaube ich nicht. Zumindest nicht. Und das ist jetzt der wesentliche Punkt. Zumindest nicht im Außen. Aber in dir kannst du dir sehr wohl bewusst machen, dass du nicht mehr größer bist als jemand oder kleiner bist als jemand, sondern dass du alle als ebenbürtig betrachtest.
Und das ist ein innerer Prozess. Das ist ein innerer Vorgang und der hilft dir dann natürlich auch in deine Selbstsicherheit, in deine Stabilität reinzukommen, in dein Selbstvertrauen da reinzugehen. Denn dann bist du nicht mehr kleiner, dümmer oder unsportlicher als jemand anderer. Dann bist du nicht mehr hübscher oder hässlicher, sondern dann ist das erst einmal ausgeblendet und in dir fängt eine Gleichstellung an. Also das ist einmal so ein Bild, das ich dir da mitgeben möchte. Also immer wenn du dich sehnst danach und sagst, ja, ich weiß, alle sind gleich, aber naja, außen wird es nicht so funktionieren. Und außen gibt es auch, egal wie sehr man sagt, ja, ein Team und alle sind, alle machen da dasselbe. Das ist halt nett, aber es gibt halt Leute, die mehr entscheiden oder mehr Verantwortung tragen und die dementsprechend auch anders agieren. Ja? Und mit dem sollte man sich einfach einmal ein bisschen gedanklich auseinandersetzen. Noch einmal, ich sage nicht, dass es nicht anders möglich ist und dass es auch nicht nett, dass es auch nett wäre, das im Außen zu haben, aber im Außen haben wir es nun einmal nicht. Und das ist so ein Kampf gegen eine Windmühle, wenn man versucht, im Außen immer alles gleichzusetzen. Ja? Und wir kennen die ganzen Gleichsetzungsprobleme eigentlich. Ja? Weil wenn man sagt, jetzt rein vom kommunistischen System her, jeder ist gleich, jeder steht gleich, merkt man auch, das funktioniert nicht. Das heißt, diese Uniformiertheit der Menschen, die oft mit einer Uninformiertheit die einer Uninformiertheit gegenübersteht, wird nicht funktionieren. Und das ist auch keine ideale Gesellschaft, wo jeder dann einfach dasselbe trägt oder gleich viel Rechte hat oder gleich wenig Rechte hat. Gut, das jetzt mal so zur Einleitung. Aber heute noch einmal geht es jetzt darum zu sagen, okay, wie hole ich mein Licht zu mir zurück? Wie hole ich meine Kraft zurück und kann damit mein Selbstvertrauen stärken, meine Sicherheit stärken, meine Durchsetzungskraft stärken? Und da starten wir jetzt sofort mit der Meditation. Gut, dann setze oder lege dich mal entspannt hin und schließe deine Augen. Atme mal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Deine Beine werden schwer, angenehm schwer. Dein ganzer Körper kommt mehr und mehr zur Ruhe. Und jedes Nebengeräusch, das du jetzt noch hörst, bringt dich immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Du kannst dir jetzt mal vorstellen, dass du selber wie ein Mobiltelefon bist, wie ein Handy. Und nimm mal das Bild von dem Handy und betrachte es mal. Was für eine Art Handy bist du denn? Bist du eher zerkratzt oder ganz neu? Was für ein Bild kommt dir da in den Sinn, wenn du dich selber als Handyform mal wahrnimmst? Und jetzt schalte mal das Telefon ein, bediene es mal und stell dir mal vor,
wie viele Programme da laufen. Und wahrscheinlich wirst du merken, dass in diesem Telefon eine große Unruhe herrscht. Keine Sorge. Um das wirst du dich jetzt gleich kümmern. Denn du bekommst jetzt für dich und auch dein Handy eine ganz, ganz tolle, befreiende Energie zur Verfügung gestellt. Nämlich eine Energie, die mal alles, was nicht auf dein Handy gehört, löscht. Sozusagen einen richtigen Spamfilter. Und auch gleich ein Programm, das diese Spam-Geschichten neutralisiert. Und du spürst jetzt schon, dass deine Beine zu kribbeln beginnen. Und dass von unten nach oben dieser Spamfilter, dieses reinigende Licht durch dich hindurchfließt. Und sämtliche Cookies, alles, was dann nicht zu dir gehört, wird jetzt in diesem Licht gelöscht. Und du spürst schon bei diesem ersten reinigenden Durchgang, dass deine inneren Kapazitäten, dein inneres Licht immer weiter, heller und stabiler wird. Also alle unnötigen Programme werden jetzt geschlossen und du spürst, dass du immer klarer, ruhiger und selbstbestimmter bist. Es wird einfach in deinem inneren Prozessor mehr Rechenkapazität zur Verfügung gestellt, einfach viel mehr Energie freigeschaltet. Und das spürt sich einfach sehr befreiend an, sehr klar an. Und du wirst ruhiger und entspannter. Und jetzt hast du dich erst einmal auf deinem Bild, deinem Mobiltelefonbild von allen Spam-Nachrichten, Werbungen, Cookies, von allen vielleicht sogar Viren getrennt. Und du spürst schon, wie du freier und klarer bist. Und jetzt beginnt eine zweite Reinigungsstufe, die jetzt die Programme betrifft, die du verwendest jeden Tag, vielleicht soziale Medien, irgendwelche Messenger-Dienste, wo du also mit Leuten in Kontakt bist, Kolleginnen, Kollegen, Familie, die aber auch permanent Aufmerksamkeit benötigen. Und in dieser zweiten Reinigungsphase, und die kommt jetzt in einem goldenen, strahlenden Licht auf dein Handy, auf dein Inneres, wenn du möchtest, und reinigt jetzt mal alle sozialen Kontakte, wo du Energie abgibst, wo du auch oft das Gefühl hast, vielleicht geben zu müssen oder unterlegen zu sein. Und du spürst, dass sich dein Messenger-Dienst,
deine Chats jetzt leeren. Und so wie sich gerade dein Mobiltelefon reinigt und entstört, entstört sich gleichzeitig auch dein Solarplexus und du spürst, dass dieses goldene Licht durch dich fließt und die Ebene der sozialen Kontakte reinigt. Atme tief ein und wieder aus und lass einfach jetzt dieses goldene Licht einfließen und du spürst jetzt, wie dein Mobiltelefon auch das Bild deines Handys sich immer mehr entspannt. Und auch du entspannst dich und legst jetzt in Gedanken das Handy zur Seite und spürst einen reinen Energiefluss in dir. Und das ist deine Lebensenergie und deine Lebendigkeit, deine innere Kraft. Und diese Energie, diese Lebenskraft sammelst du jetzt in dir. Du spürst jetzt, dass in dir, in deinem Körper, in deinem Inneren unendliches Licht zu strahlen beginnt. Und dieses Licht ist eine unendliche Kraft- und Energiequelle. Und wie das so ist, genauso wie beim Mobiltelefon mit dem Akku, über die Energie wird nicht diskutiert, die muss da sein, dass das Ding funktioniert. Und alles, was bei dir da sein muss, dass du funktionierst in deinem Leben, dass du kraftvoll dich durchsetzen kannst, muss in deinem Wurzelchakra sein. Und dein Wurzelchakra ist im Prinzip am Hintern, im Becken, tief unten, ganz weit weg vom Kopf. Und dieses Licht, dieses unendliche Licht, diese Kraft, lässt du jetzt genau dorthin sinken. Du atmest einmal tief ein und mit dem Ausatmen lässt du jetzt dieses Lebenslicht, diese Lebensenergie nach unten sinken. Und dort ballt sich diese Kraft zusammen. Und du spürst, wie du leichter wirst, wie du wacher wirst, wie eine große Stabilität sich in deinem System ausbreitet. Vielleicht spürst du auch ein Kribbeln an der Innenseite deiner Füße oder an den Fußsohlen. Das ist ganz normal. Und das ist deine innere Energie. Und was ist jetzt geschehen? Wir haben jetzt ganz viel Energie zur Verfügung. Du hast ganz viel Energie zur Verfügung. Und jetzt geht es darum, diese Energie auch in deinem Leben umzusetzen. Wenn du das Gefühl hast, noch zu wenig Kraft zu haben, zu wenig Energie zu haben, dann atme jetzt nochmal tief ein und bitte um mehr Kraft, um mehr Energie, um mehr Lebendigkeit. Und du wirst spüren, dass die Kraft, diese Lebensenergie mehr wird.
Du kannst also die Lebensenergie auftanken, indem du einfach dein Bewusstsein hinrichtest. Und diese Kraft ist eine unendliche Quelle und es steht dir so viel zur Verfügung, wie du möchtest. Energie ist also kein Problem. Der Akku deines Handys hält gut. Alle Apps sind jetzt gereinigt und neutralisiert. Und jetzt verabschieden wir uns von diesem Handybild, geben es mal so ins Göttliche rauf. Und du bist gut bei dir angekommen. Was macht es jetzt so schwer, zu dir und zu dieser Energie zu stehen? Welche persönlichen Verhaltensweisen widersprechen deinem Selbstvertrauen, deiner Sicherheit? Wo verausgabst du dich zu sehr? Wo hast du vielleicht Denkfehler, dass du deine Energie nicht in Selbstvertrauen umwandelst? Vielleicht ist es das Geben und Nehmen, das nicht ausgeglichen ist. Und jetzt kommt mal auf die Ebene des Geben und Nehmens eine Ausgleichsenergie. Die genau das harmonisiert, dieses Geben und Nehmen, wo du dich verausgabst oder wo du das Gefühl hast, zu viel zu geben oder zu wenig von dir zu geben, zu wenig zu dir zu stehen, dich zu wenig zu zeigen. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du ruhiger wirst, wie du immer selbstbestimmter wirst. Im nächsten Schritt lösen sich Bilder von Personen, wo du vielleicht immer einen gewissen Kampf hast oder das Gefühl hast, nicht genug anerkannt zu werden. Die Bilder lösen sich auf, die du gespeichert hast, nicht die Personen. Und das geschieht jetzt in einem tiefen violetten Licht, das auch durch dich hindurchfließt. Und nun werden Themen transformiert, wo du dich vielleicht zu sehr involviert hast, zu sehr verausgabt hast. Das können auch noch einmal Beziehungen sein. Das können gewisse Leidenschaften sein, Hobbys sein, berufliche Themen sein, familiäre Themen sein, dort, wo du zu viel hinein investiert hast, dich verausgabt hast. Und auch das wird jetzt transformiert. Und diese Transformationsenergie kommt allerdings mit dem Hinweis, dass es nicht darum geht, dass du dich permanent verausgabt hast, weil du der gute Samariter, die gute Samariterin bist,
sondern weil du nicht 100%ig ehrlich und zu dir gestanden bist. Weil du manchmal nicht sagst, so, das mache ich jetzt nicht oder das freut mich jetzt nicht. Weil du nicht zu dir gestanden bist. Darum kostet es Kraft. Denn dein Wesen ist Kraft und alles, was dich kränkt und schwächt, bedeutet nur, du stehst nicht 100% zu deinem Inneren. Und deshalb bittest du jetzt um die Gnade, 100% zu dir stehen zu können. 100% in deiner Kraft zu sein. Alle Anspannungen und Verspannungen zu lösen, sowohl in deinem Körper als auch in deinem Umfeld. Und du erlaubst dir jetzt, freier und klarer zu werden. Du atmest tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie deine innere Sicherheit immer mehr und mehr zu dir kommt. Immer freier und klarer wird, spürbarer und erlebbarer. Du spürst, wie du dich tief in der Gegenwart verwurzelst. Du spürst, wie Alltagsgeräusche ganz leise werden und irgendwann verstummen. Und du spürst, dass du ganz klar und selbstbestimmt in deiner Kraft stehst. Und zu dieser Kraft bekommst du jetzt noch eine letzte Heilenergie für heute, eine letzte Heilungsfrequenz, nämlich die des positiven Ausdrucks und der positiven Umsetzung. Und der positive Ausdruck und die positive Umsetzung hat ganz viel mit Liebe zu tun. Und diese Liebe fließt jetzt durch dich. Und diese Liebe vermischt sich jetzt mit deiner Urkraft, deiner Selbstbestimmung, deinem Selbstvertrauen. Und du spürst, dass du eine ganz sanfte, liebevolle, kraftvolle Persönlichkeit bist. Dass alte Anspannungen und Verspannungen von dir abfallen. Und du klar und selbstbestimmt deinen Weg gehen kannst.
Atme jetzt tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt deine Energie zu spüren. Und du kannst jetzt natürlich für dich, wenn du dann aus dieser Meditation kommst, gerne noch einen Vorsatz schmieden, etwas, wo du sagst, das werde ich jetzt umsetzen in nächster Zeit. Einen Vertrag mit dir machen, den du auch aufschreibst. Oder das werde ich vielleicht mit einer Person klären, ein klärendes Gespräch führen. Du spürst, dass du ganz klar bei dir bist. Und du bedankst dich jetzt bei deiner Kraft, deiner Stabilität und deiner Sicherheit. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus. Beweg deinen Körper. Bedanke dich für die heilenden Energien. Und erlaube dir jetzt Schritt für Schritt, genau in deinem Tempo, wieder ins Hier und Jetzt, in diese Zeit und diesen Raum zurückzukehren. Und lass dir wirklich Zeit, spür nochmal nach, spür die Stabilität, spür die Liebe, spür deine Kraft. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, spüren kannst, den Körper wieder bewegt hast, dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst alles nochmal etwas nachwirken lassen. Vielleicht sind dir Bilder gekommen, die du dir aufschreiben möchtest. Und du kannst diese Meditation natürlich immer wiederholen, wenn du möchtest. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal, das wäre noch besser. Oder noch am besten wäre, teile einfach das Video mit jemandem, wo du denkst, okay, das könnte jetzt wem helfen. Und wir sehen uns demnächst wieder, dein Oliver Ereny mit medialer Energetik, Energetik, die wir